Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Location. Wir befinden uns hier in einem alten Gutshof, der schon so halb zerfallen ist. Auf den ersten Blick sieht er eigentlich ganz gut aus. Allerdings, wenn man sich mal Boden, Decke und so weiter anschaut, dann hat man das Gefühl, entweder man bricht gleich ein oder man kriegt gleich was auf den Kopf. In der Tat. Wenn man hintergrund das Piepsen hört, mal ein, wir hören es nur ganz leise, das ist ein Paralight. Wir haben hier festgestellt, werdet ihr im Video sehen, dass die Paralights hier wie verrückt abgehen. Allerdings hat das mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit keinen paranormalen Hintergrund. Allerdings haben wir auch keine Erklärung, was es ist, aber es ist so regelmäßig, wie als würde man einen Morsecode quasi senden. Deswegen werden wir auch sagen. Genau. Irgendwas Technisches vielleicht, aber wie gesagt. Ja, wir haben keine Idee. Also die Stromkästen sind tot definitiv, unsere Smartphones sind aus. Wir wissen nicht, was wir da messen. Ja, wir haben also viel zu der Geschichte. Wir können schon sagen, wie lange der verlassen ist. Wir schätzen 10 bis 20 Jahre mindestens. Ist schon auch einiges ausgeräumt. Einiges steht ja auch noch voll. Wir werden jetzt auf jeden Fall aber mal rumgehen und auch eine Grundmessung machen. Mit den Voice Recordern auch ein paar Fragen stellen. Ja, ansonsten müssen wir uns halt auf unsere anderen quasi Basics verlassen. Die Paralights, unsere eigentlich besten Geräte, sind hier in dem Ort K.O. Nicht nutzbar. Das K2 reagiert nämlich nicht. Das ist also kein magnetisches Feld, was im Messbereich des K2, aber eines, was in den viel empfindlicheren Messbereichen des Paralights liegt oder der Paralights liegt. Ist auch kein Fehler bei denen. Wir haben getestet, die reagieren alle gleich und synchron. So, am besten wir zeigen euch jetzt mal das Objekt und schauen, ob wir irgendwas anderes finden, was vielleicht doch relevant ist. Wir sind nebenbei auch heute hier mit dem Björn von Mr. und Mrs. Lost, der schon in der Location war und auch jetzt hier mit dabei ist. Und das Video verlinke ich wieder oben als Karte und unten natürlich auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch gerne reinschauen. Allerdings werden die Videos wahrscheinlich relativ ähnlich sein, weil wie gesagt uns auf die Paralights jetzt nicht mehr stützen können. 11 Grad ungefähr, 80% Luftfeuchte und keine Grundstrahlung in Anführungszeichen. Ja, keine zumindest, die vom K2-EMF-Meter messbar wäre. Es muss in irgendwas Feineres sein, also beziehungsweise im größeren Messspektrum, beziehungsweise im kleineren Messspektrum. Ja, mit UV sieht man ordentlich hier wahrscheinlich Staub. Was ist das, Jan? Staub? So krass, nee. Oder? Doch, das ist Staub. Das ist Staub, ja. Ja, ganz schön die Geschichte. Voll Stereo- und Großmusik-Tour. Ich denke, das kommt richtig teuer an. Das war mal richtig teuer. Ja klar, je nachdem. Aber das ist aus den geschätzten 70ern, oder? Vielleicht sogar eher. Das sieht aus von dem Bein her, wie bei dem... Röhren, warte mal. Röhren, Menschen, gleich 6... 10 Kreise, das ist eine Aufbauanleitung. Normal oder Stereo. Aber das könnte älter sein. Tonbandaufnahme. Steht denn normalerweise nicht bei sowas im Baujahr irgendwo? Bei dem Raum hier, wo ist die Gefahr halt, dass wir einbrechen, also wortwörtlich nach unten, deswegen gehen wir da auch nicht rein. Die Böden geben mir, wie gesagt, schon massiv nach, aber hier ist auch ziemlich viel leer. Auffällig ist allerdings, ich gehe mal hier lang, hier sieht es aus, als wenn jemand was geklaut hätte, irgendwas, was auch so Beine vielleicht hat, sieht aus, als wenn es rausgeschliffen worden wäre. Seht ihr bestimmt auch auf dem Boden, diese parallele Spur hier. Wow, und hier in der Mitte ist der Boden sehr unglaublich. Hier ist doch bei Jan, hier ist ein Lichtschalter. Willst hab ich gerade schon. Ja, ich habe ein Video. Wir haben es ja im Video, genau. Ich mache das mal kurz hier. So, sieht man gleich, der Lichtschalter ist tot. Er hat keinerlei. Also da stand ich vorhin noch dran. Ja gut, Björn ist ein starker Kerl. Ja, dann probieren wir das mal aus. Vielleicht sollten wir nicht alle reinlaufen. Nee, ich stelle mich auf den Rand. Das wackelt ordentlich. Ja, dann gehen lieber nicht weiter rein. Du sagst mir Bescheid, wenn du was hast, dann musst du nicht dauernd auf dem Gerät bleiben. Ne? Das ist ein Spiegel, Fenster ist noch eine Spiegelung von uns. Die, ich wollte sagen, brauchst nicht weiter. Das ist sehr wackelig. Und hier einmal nochmal das alte Stereo-Gerät. Feuchtigkeit ist immer gleich, ungefähr bei 80. Wir hatten gerade einmal schon das alte Rohr.
Ja, ich würde sagen, das ist ein Wasserrohr oder ein Gasrohr gewesen. Vielleicht sogar Gas so groß, wie es ist. Bist du dir sicher? Was soll ich sagen? Wasser dran. Wie gesagt, du brauchst auch nicht weiter reingehen. Nein, den Björn hält's und der hat Erfahrung. Aber trotz allem, du musst dich sicher nicht unwohl fühlen dabei. Ich hab immer so gegen den Festland, wo wir da drauf sind. Deswegen hat ich auch nur kurz reingeschwingt. Da geht auch schon die Tapete ab bei dir, sehe ich, Jan. Ja, ja, so. Audio-Voice-Recorder hast du auch bei, ne? Ja. Haben wir auch dabei, ja. Wenn das ist, reagieren wir, ansonsten machen wir auf dem Rückweg wenigstens. Also, wenn wir jetzt hier nach links dann gleich gehen, wieder zurück, mhm, und fragen. Also, elektrisch ist das nicht so. Hier waren wir, brauchen wir jetzt. Nach links, würde ich sagen. So. Cool. Der Boden ist auch massiv uneben. Naja, ist halt nachgeben, ist halt Holz. Ja, ja, ist ja auch in Ordnung. Ja, kurz einmal hier. Boah, die Tapete ist ja. Wie du V-richtig. Geh, willst du doch nach rechts? Okay. Ja, das ist tief, ey. Ja, das ist halt ein bisschen eigentlich fast meine Körperhöhe. Das ist wieder nicht so tief, zeigen. Ja, also ich habe noch 2 Zentimeter Luft. Ja, hier. Das war anscheinend. Boah, nicht nach. Nee, dann lass es. Was hier man sieht, das war mal so ein kleines Bad anscheinend, zumindest ein Waschbecken. Also hier da ist noch Öffnung an der Wand, könnten Rohr für Rohre gewesen sein. Ja, also hier ist wirklich nichts. Aber wir haben auch die Geräte, warte. Ja. Dankeschön. So. So, hier waren wir gerade. Ja. So, kann man bei der Tür jetzt auf diese Amphore gehen oder stört man? So, Björn stand gerade schon mit einem oder zwei Beinen auf dem Ding. Ja, man sieht aber, ich mach mal kurz Licht an. Man sieht aber schon, man sackt hier massiv ab, also es ist schon abgesackt. Okay, soll ich dir einfach mal das K2 dann geben? Also ich gehe jetzt auch nicht zu weit. Jan, könntest du auch mal leuchten, weil ich habe so natürlich gar kein Licht. Ja. Danke. Sonst sehen die Leute nicht, was ich hier mache. So, das ist ein kleiner Schrank, ne? Ofen? Ja, ist ein Ofen, oder? Ist aus Metall auf jeden Fall. Aber das Metall selbst emittiert nicht. Was nehmen wir die ganze Zeit hören? Das ist das Pacherleiter unten. Wie gesagt, die reagieren alle im gleichen Takt. Das werden wir euch dann noch reinschneiden. Deswegen können wir die nicht nehmen. Meiner ist Eckbert, der Mann neben mir heißt Jan, der andere Mann da drüben heißt Björn. Wie heißt du? Was ist das? Knirschen, ist der Boden oder? Ist der Boden. Du? Die ganze Zeit? Okay. Ist der Boden. Gut, weil von mir klingt es so, als wenn es da hinten irgendwie käme. Ich stehe auf Blöder hier im Schalk. Ich hätte jetzt gesagt, das kommt von dir. Ja, bei mir ist es von hinter dir. Der Boden gerade? Es hört es immer noch. Hört es nicht? Es ist weg. Warte mal, ich gehe nochmal. Ich stand auf hier dem, drauf. Und ich stand auf dem Ding. Moment. Hm. Jetzt hörst du nicht mehr. Nö. Aber es kam von irgendwo unten. Oder anderes, von draußen. Okay, weiter mit der Fragerunde. Wann bist du geboren? Knack. Das ist okay, das ist alles aus. Das ist auffällig. Ist das ein Metallding, was da oben rauskommt? Die Lampe? Nee, das ist so ein Fliegenfängerteil, ne? Oh, was ist das? Entweder hat gerade die Tür von dem Schrank irgendwie ein bisschen geknarzt. Aber warum? Und vor allem zweimal. Ja, also einmal habe ich jetzt gedacht, das Haus setzt sich, in so ein Anführungszeichen, aber... Halt miteinander. Als ob man nicht raus soll. Leuchten. Das ist mir was anderes. Ja. Wenn du uns verstehen kannst, kannst du nochmal ein Geräusch machen? Meine Kamera spinnt total. Ich versuche hier im Wechsel gerade irgendwas zu machen. Ich habe jetzt eigentlich den Aufnahmebutton gedrückt. Ja. Die schwarz, komplett.
Also ich bin quasi aufgegangen. Bist weggetreten jetzt. Schon wieder. Ich habe jetzt zweimal in die Richtung da fotografiert und jetzt ist er weg. Jetzt hat sie sich komplett aufgegangen. Das ist nichts Auffälliges. Boah, das Geräusch kam ja auch eher von unten, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Ja, es klang so, als würde die Treppe hochkommen quasi sozusagen. Knack, knack, also es kam eher von so da. Ja, da stand also nicht von ganz unten, finde ich. Ich glaube, das kam echt von der... Voller Energie. Wie voller Energie? Ja. Was meinst du? Was blinkt? Da ist Strom drauf. Der Zähler läuft auch? Nee, ne? Warte, K2. Der Zähler läuft nicht, oder? Ich hab meins auch. Ja, hast du es in der Hand? Ja, ja. Ja, aber mal. Jo, hier ist voll Energie drauf. Okay. Warte mal, wir führen die Leitung lang, nach unten, ne? Nee. Nee, hier vorne. Ist das ein Kabelkanal hier über uns? Ja, ne? Ja. Aber da ist nichts drauf. Naja, der Zähler läuft ja auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass er angeschlossen sein muss. Man kann den Stromkreis ja ohne Zähler schließen. Naja, aber was sagt die Diode hier, die ganze Zeit am Blinken ist? Rundsteuerempfänger. Was ist ein Rundsteuerempfänger? Nur zweimal. Gibt es da nicht eigentlich irgendwas, wo ein Datum mal steht? 201, hätte ich jetzt gesagt. Ja, was ist 2001? Das? Aber das wäre sehr lange her, ne? Hier ist gar nichts, ne? Das fängt auch erst ab da an. Ja, das passt auch. Dass man jetzt sagen könnte, da gehen die Leitungen dahinter irgendwo weiter, ne? Aber ist ja auch nicht. Das wie gesagt, hier oben läuft noch ein Kabelkanal. Nach oben. Und für. Ups. Ja, das kann jetzt natürlich nicht alles sein. Also die. Aber die Leitung ist ja doch tot hier gewesen. Alle tot, die Leitung. Hier läuft noch eine in der Wand lang. Fragt sich nur. Da sieht man doch rauf, da war Steckdosen, nichts raus. Das ist echt nur der eine Anschluss. Wir müssten auf jeden Fall dann nur auch mal wieder im Keller die IR einschalten. Die steile Treppe ist nebenbei gar nicht so einfach, wenn man voll geparkt ist. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal die anderen Räume hier ab. Das ist aber auch eine interessante Tür, ne? Wahrscheinlich die Eingangstür, oder? Das ist Eingangstür, ja. Ja, aber keine Öffnung, ne? Achso, die hier vorne meinst du? Nee, ja. Und hier ist irgendein Gerät gewesen. Bewegungsmelder? Nee. Ja. Machen wir hier zu, damit wir das auch. Ja, danke schön. Ja, hier seht ihr den großen Raum, wo auch das Paralyte die ganze Zeit piept. Jan, kannst du mal nach hinten ein bisschen leuchten zur Leiter? Ein bisschen fokussiert? Dankeschön. Wohin soll ich leuchten? Ja, einfach mal so, dass man mal ein bisschen den Raum sieht. Ja, das da oben, da ist vor der Björn, das könnt ihr euch bei dem anschauen. Da kletter ich jetzt nicht hoch. War nicht so spektakulär. So, okay. Da geht's halt noch weiter hoch, ne? Da ist halt noch eine Dachbodenscheune quasi. Da in der Decke, da über der Tür war aber auch mal was befestigt, ne? Das ist rausgerissen. Ui, guck mal an, wie die Wand dir entgegenkommt, ne? Die lebt ja. Hier unten? Nee, hier. Die schwillt richtig. So, ja, das ist der Raum, wo wir hier auch das IR-Monitoring machen. Ich schalte mir auch gleich wieder an, wenn wir rausgehen. Ja, ich komme schon den Handel wie eben. Ja, ich sehe es auch gerade. Wirklich nur an der einen Stelle. Was war das denn eigentlich mal? So ein Thermostat? Ja, das ist Thermostat, glaube ich. Ja, da steht gerade Celsius drauf, ich sehe es jetzt. Ja. Ja, war noch schön ruckelig gewollt hier. Der Preis ist nicht wenig. Das ist übrigens vom August 15.
Oh, ziemlich aktuell. Gut, dass die Uhr bei der Uhrzeit stehen geblieben ist, ne? Das Ding wurde anscheinend 89 gemalt. Naja. Erstens, dass er der Raum schon gut legt. Schaut dir mal das Bild an. Da kriegst du ja Albträume von. Der Blick von dem Bauern. Nach unten zwar, aber. Die Pferde hatten Bock. Ist aber abgeleuchtet. Ach, du hast das Ding aufgemacht. Ja, entschuldige, das hat geklackt. Ich glaube, ich bin der Lampe gegengekommen. Kommt man in den Mittelteil rein irgendwie? Penaten-Kinderbruder, der ist ja uralt. Aber hier alles leer. Ja, wie man sieht, die Steckdosen alle tot. Oh, die ist oben. Ja. Nichts, nur ein Faden vom Rollo. Was hast du? Nix, nix. Buchse. So. Oh, hier ist ein Schlüssel, die ist hier noch, aber das vielleicht nicht für den. Mhm. Aber auch leer. Warum klingt da was dran? Da wollte ich noch was draufschreiben. Ist das offen? Die Frage ist, wie zieht man es? Ist ja eingelassen. Ich glaube, wenn du den Schlüssel umdrehst, schnappt das auf. Du willst mal einmal den Schlüssel, der liegt? Wissen wir nicht, ist das der? Weiß ich nicht. Komm, ich leuchte dir und du nimmst mal. Ja, vom Bord könnte es passen. Ich will es eigentlich nicht kaputt machen, aber ich habe es weit genug draußen. Wir krabbeln überall Spinnen, ne? Aber gut, das gehört dazu. In der Schublade ist ein Schlüssel. Das ist ja fast wie in irgendeinem Game. Du machst aber das ist der gleiche Schlüssel. Ist der, nee, ist er nicht. Das ist nee, das ist nicht ganz. Okay, machen wir dazu. Jetzt ziehen wir mal rausholen und vielleicht gucken, wo der noch rein darf. Nö, wir kriegen da bestimmt alles auf hier. Gucken wir, dass eh nichts drin ist, alles leer. Also, ja, ich weiß, das weißt du vorher nicht, aber. Ist da unten auch noch? Nee. Wir sind gerade einfach, wir müssen mal hochziehen. Also, wenn wir das hier. Ist aber fest. Das ist klein, klein komisch, als du da gerüttelt hast. Das hier? Ja. Ach, ich würde schon gern. Hä, die schon wieder aus. Wir sind keine halbe Stunde hier. Auch die Kamera ist aus. Ich auch. Das Bein ist gerade ausgegangen irgendwie. Das sollte nicht ausgehen. Hier sind überall immer Post-its dran. Ja. Das ist auffällig. Gerade auch bei dem Schrank war auch ein Post-it dran. So ja, groß. Sollte das vielleicht nochmal verkauft werden oder so? Stand da vielleicht mal ein Preis drauf? Man kennt überhaupt nichts. Wenn mit UV kannst du durchlinsen, siehst du sogar den Klebefels drunter. Ihr habt bei geredet, habt da hingeguckt und dann kam aus der linken Seite irgendwie, kam da noch irgendwie so eine etwas höhere Stimme, die ja, irgendwie eine Silbe. Ja, da unten. Das ist nur ein kleines Fenster, das sollte kein Problem sein, ne? Mhm. So, wollen wir mal runterbiegen. So, ab in den Keller. Und hier einmal in den Gülletrog. Das könnte die Kühltruhe gewesen sein, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, man hat ja früher, weil es im Keller steht. Eben, erst vielleicht Kartoffeln gelagert oder so. Genau. Und das ist auch hier aus, na gut, ist das Stein? Das könnte Stein sein, ne? Ne, das ist hier mit Metall. Das ist hier das... Das, oder? Das nicht hier so. Das ist nicht magnetisch, das ist Stein. Ja, aber da ist hier von was Braunes runter. Ja, das hier, mhm. Das war mal ein Scharnier oder sowas vielleicht, keine Ahnung. Weil das, ach, war mal hier, das war mal hier drin. Ne? Ja, das war mal hier drin. Das Ding war mal drauf. Genau, und vielleicht, okay. Guck mal, da ist so eine Stelle. Ja, ja, kann sein. Okay, warte, ich möchte da eigentlich nicht so. Ja, ist nichts. Ich hatte das Glück gehabt, Jan, als ich hier die Treppe runtergehen wollte, da hatte ich in dem Moment hatte ich das dann gehört. Das war richtig komisch, das war aber nur so eine Silbe. Ja, und bei mir ist es.
So, als hätte sich was entfernt. Ja, vielleicht hättest du das aber auch gelernt, wenn du hier gewesen hast, auch lauter gehört. Vielleicht auch alles. Vielleicht, vielleicht. Es war auf irgendwas Hohes und irgendwie auf A endend. Ja. Ey, wir können ja mal gucken. Ja, das sieht halt hochmodern aus. Aber ist anscheinend auch nicht am Netz. Was ist das überhaupt? Wasseraufbereitung, okay. Na ja. Nächste Wartung. Wie liest man das? Steht auf eine 15. 15. Also 2015 heißt das, ne? Ja, genau. Und das eine, das ist 8er. 8er 2015. Ach, deswegen, das ist durchgekreuzt, ich sehe es gerade. Ja, okay, also 2015. Ich gerade irgendwie das. Alter, das ist echt. Das ist gerade kalter hier. Ja, erstens ist es arschkalt plötzlich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gerade gehabt, dass der Boden einsackt. Das glaube ich aber nicht, der muss doch stabil sein, oder? Nein, aber ich hatte gerade dieses Gefühl. Nee, glaube ich dir, aber wie ist das eigentlich? Der dürfte nicht einsacken, oder? Immer noch. Hier, das ist wie so, als ob der Boden hier... Ja, der gibt ein bisschen nach. Aber der gibt krass nach. Also gerade... Aber es ist eigentlich Stein, soll nicht allzu nach krass nachgehen. Alter, ist richtig schwindelig gerade. Ja komm, dann geh auf die Treppe, dann gehen wir die mal runter. Puh. Aber vielleicht ist das sind noch irgendwie Holzbalken oder so drunter, die insgesamt nach... Hast du Angst? Ne? Nein, du bist ja schwindelig. Oh, ernsthaft? Ja, dann komm. Setz dich auf die Stufe. Oder setz dich mal wie. Setz dich am besten. Nee, ist schon mal noch. Das K2 hat nichts angezeigt, ne? Nee. Okay. Und hier ist ungefähr 10 Grad. Ja, das sein können, dass du gerade ein starkes Magnetfeld rennst, das deine Elektrik ein bisschen durcheinander bringt. Plötzlich ganz wie weiche Beine, beziehungsweise ob der Boden sich so bewegt hätte und plötzlich... Ja, das habe ich immer noch. Also den Boden kann ich manuell hier ein bisschen wippen. Ich werde vorgestrahlt und so. Ja, ich gehe mal weiter runter. Das ist auch sehr cool, dass du das verstehst. Ja. Ah, hier ist so wie ein kleiner Punkt. Nee. Ih, was ist das denn? Was siehst du? Das ist so ein richtiger Käfer. Ah, das ist ein Dingskäfer. Siehst du da? Da? Oh, wow. So groß? Ja. Oh, krass. Ja, okay. Ja, finde ich cool. So, wir stören noch gleich den Licht. Der ist richtig groß, ne? Ja, komm, den lassen wir mal Frieden. Der hat bestimmt auch nichts Geräusch gemacht. Nee. Ja, hier sind wir dann noch. Halt typischer Keller, ne? Einmachgläser. Nicht wundern, wenn es gleich piept, Jan wird höchstwahrscheinlich gleich die Lichtschranke brechen. Müsste er eigentlich schon. Gut, jetzt erst. Ich bin jetzt. Ich weiß nicht, ob es in mir gerade liegt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Boden ja auch ordentlich nachgibt. Nee, hier merke ich es nicht. Ja, das ist richtig komisch. Wie hast du zu Holzbeinen stehen, meinst du? Ja, ich weiß nicht, als ob ich irgendwie so richtig. Ein Signal. Ja, so richtig war der. Treibsandmäßig. So, ja, genau. Okay. Und hier ist es nicht. Und ich. Ohne Witz. Ich spüre so, als ob das ganze Ding wackeln würde, wenn ich so mache. Kam von links gerade. Nee, ich habe nur quasi das vermutlich vom Pion gehört, die Schritte. Das Rascheln vom Blatt habe ich nicht wahrgenommen. So, was ist das jetzt hier? Die Tür führt nach draußen oder was? Ja. Und rechts davon ist auch ein Fenster. Von daher. Welche Tür war zu hier? Die sind alle zu. So, da haben wir jetzt Björn. Ich stelle mich nochmal vor, mein Name ist Eckbert Aust. Wie heißt du? Wo bist du? Kannst du uns sehen? Kennst du das? Kannst du auch mal klopfen? Aber ich denke mal, die Jungs werden hier unten gleich auch noch mal einen separaten Aufbau machen. Ich frage mich nur, was die ganze Zeit bei den beiden da oben so ein Piepsen ist. Macht ihr das manuell, oder? Nein. Wir wissen nicht, was das ist. Das ist überall. Das wäre hier. Das wäre hier ein Feindes drin.
Ich höre das die ganze Zeit aus dem Keller schon. Das ist einfach 1-2-Pause. 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 Oh, jetzt aus Takt. Jetzt ist 1. Nee. Also irgendwie. Haben wir auch schon getestet. Irgendwas stört hart hier. Was ist? Alle? Ja, alle. Getestet. Im selben Takt alle. Kriegst du beide drauf? Ja, der hat das jetzt sowieso im Kopf. Ne? Was mit dir los ist, reicht da bei dem anderen nicht. Aber exakt, ne? Deswegen, wir jetzt in der Frequenz, wir mosen mit elektromagnetischen Wellen. Jetzt, ich habe eine Theorie. Vielleicht ist die weit hergeholt, aber wir haben ja gerade gesehen, hier draußen stehen Kühe auf der Weide. Mhm. Wir haben auch gesehen, da ist ein Weidezaun. Gleichstrom, Wechselstrom. Draußen ist es ja, beim Weidezaun ist es ja so, dass der pulsiert die ganze Zeit, damit du ja nicht bei dem starken Strom am Zaun kleben bleibst. Klar, deshalb, genau. Kann das die Frequenz sein? Was das, ist so weit weg, das müsste ja Starkstrom sein. Dass hier vielleicht doch noch irgendwas über die Leitungen läuft, die hier durch den ganzen Bau gehen? Ja, ich bin die Leitung gegangen, aber die Intensität ändert sich nicht. Okay. Kann man kurz hier. Es ist immer 1-2-Pause. Ja, vor allen Dingen sagt das. Ja, das normaler würde da jetzt Saft drauf laufen, ne? Ja, das würde auch den Strom normal so messen. Ja, ja. Das hat einen relativ kleinen Frequenzbereich. Das hier hat einen viermal so großen. Das sind mit anderen Frequenzen, die nicht nur Strom sind auch und so weiter. Mhm. Hier tut, deswegen habe ich so den Verdacht, dass es eventuell von einem Smartphone oder so kommt, aber wir haben ja alle aus. Ich nicht. aber ich habe hier keinen Empfang. Also jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ihr seht es jetzt auch, hier ist Der strahlt auch gar nicht. Hier kommt nichts, aber auch gar nichts an. Oh. Ja, ich habe auch einen Null. Extra alles weg. Aber das kann nicht auch normal sein. Das ist so regelmäßig. Weil das geht ja schon eher in die Richtung hier für Funken die Aliens oder so, ne? Ja, das ist wie jetzt wird man wirklich elektromagnetisch morsen. Aber guck mal, wie synchron, ne? Ja, ja, aber der Effekt ist ja noch besser, wenn das über mehrere Meter sogar permanent. Das ist im gesamten Haus, ne? Position ist vollkommen egal. Absolut synchron. Also ich hätte gesagt, wir müssen echt mal an den Zaun raus und gucken, ob es da... Ja, das nächste Gerät. Und das ist auch nicht wenig, das steht auf 20 Milligauss plus aus. Ja, ja. Das ist der Max-Ausschlag. Aber dass der Zaun so weit strahlt, kann nicht unmöglich sein, da ist kein Starkstrom drauf. Ja, ich hatte jetzt nur gedacht, dass der Strom hier rauskommt eventuell. Aber klar, der wird auch erst am Zaun umgewandelt. Ne? Da gibt es normalerweise eine Spule, eine Box, wo der Trafo drin ist, ja. Der ja dann auch... Das hier sieht eigentlich nicht so aus und hier läuft eigentlich auch kein Strom lang, sonst wäre das K2. Ich hätte ja schon fast gesagt, das ist wie eine Art Funksignal, was hier... Ne? Wie heißt das auf elektromagnetischen Wellen funken? Oder morsen? Ich meine, Funkwellen erfassen die Dinger technisch auch, aber du kriegst doch hier keine Funkwellen rein. Nee, nee. Und hier werden ja nicht gerade zwei Polizisten neben mir stehen und sich. Und bei einem würde ich jetzt noch sagen, ist okay, Zufall. Aber alle gleichzeitig im gleichen Takt, ne? Ist schon komisch. Warte mal, ich gehe mal ein Stück nach oben, bleib mal einmal mit dem Ding hier stehen. Ja. Ich will nur einmal hören, ob die oben den gleichen Takt noch haben. Die oben haben wir einfach ausgemacht. Ach so. Die kannst du aber alles einfach rausziehen. Ja. Also der Takt hier oben ist ein bisschen anders als bei euch da unten. Ja, der Weg ist vielleicht ein bisschen länger. Oder hat das jetzt gerade bei euch anders gepiepst als vorher? Warte, jetzt. Synchron. Jetzt. Ey, absolut synchron.
Also echt. Was guck mal, das Witz ist ja, du hast ja Metall und so, das ist nichts. Ja. Das tut ja eigentlich Strahlung behindern. Weil die Strahlung wird ja nicht behindert, das ist irgendeine Strahlung, die durch alle Winde dringt. Sagst du einer, du benutzt Morse? Morse würde ja nicht durchkommen. Nein, ich meine Morse in Anführungszeichen. Jetzt hat sich der Takt ein bisschen geändert, ne? Das gibt's nicht. Also selbst wenn die Frequenz ändern, sind sie trotzdem immer noch synchron. Ich fände das nachher mal interessant, wenn wir hier abhauen. Dann kann uns ja nicht mehr viel passieren. Ob wir eins davon anlassen, auf dem Weg zum Auto. Ich möchte gerne sehen, wo es aufhört. An welcher Stelle. Das ist das gesamte Gebäude hier. So durchzogen ist.
So, Monitoring hier im Keller. Mit Paralytes können wir momentan ja nicht arbeiten, weil sie diese, ja, ich nenne es mal Anomalie haben. Sie messen irgendwas, von dem wir nicht wissen, was es ist. Und wir werden das mal, wenn wir draußen sind, hat der Björn auch vorgeschlagen, ist auch keine falsche Idee, mal mitnehmen und schauen, wie weit das geht. Deswegen auf dem Boden, jetzt nicht sichtbar, aber gleich sichtbar, wenn ich das dem Jan sage, ist der Shadow Master. Das ist ein Gerät, das ist hauptsächlich entwickelt worden, um ja, Schattenmenschen zu dokumentieren. Ich hatte hier unten vor uns was gehört, klang wie eine Frauenstimme, es könnte aber auch Björns Schall gewesen sein, der sich seltsam gebrochen hat. Und deswegen, das funktioniert so, wenn vor dem der Shadow Master, da habe ich einen Widerstand eingestellt, der steht auf das einfallende Licht von der Lampe, die ich platziert habe. Und sobald irgendwas ist, das einfallende Licht weniger wird, sprich was den Lichtstrahl unterbricht. Und Schattenmenschen sind theoretisch bekannt dafür, dass sie ja Licht absorbieren. Oder auch wenn irgendwas einen Weg kreuzt, dann reagiert es. Der Jan zeigt das jetzt mal. Zack. Das Ding bekommt weniger Licht und schon reagiert es. Deswegen, das hat auch eine super große Reichweite, weil Licht so ähnlich ist. Wir müssen nur aufpassen, wenn es anfängt dauerhaft zu piepen, dann wird wahrscheinlich die Lampe zu schwach geworden sein. So, aber das kriegen wir bestimmt mit.
Ja, wir sind jetzt am Ende des praktischen Teils gekommen. Natürlich folgt dann noch die Auswertung, wo wir die ganzen Aufnahmen sichten bzw. abhören werden. Ja, leider konnten wir unsere Paralytes diesmal nicht einsetzen. Wir müssen uns noch Gedanken machen, was für Strahlung sein könnte. Das, was jetzt noch am nächsten von der Logik kommt, ist, dass hier oben drauf ein Radiosender ist. Allerdings ist das auch nicht gerade sehr wahrscheinlich. Also wir haben keine Idee, was die Quelle ist. Sie scheint aber wirklich technisch in der Natur zu sein. Wir haben hier ein paar Sachen gehört. Wir werden, wie gesagt, auch noch auf den Auswertungen schauen, ob wir das irgendwie bestätigen können oder ob das nur gebrochener Schall war, ob akustische Täuschung oder sowas. Und ja, wir hoffen immer, dass es euch trotzdem schon mal jetzt gefallen hat, auch ohne das, was wir in der Auswertung zeigen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns. Oder hast du was hinzuzufügen? Nö, war eine sehr schöne Location. Vielleicht haben wir was gehört, vielleicht auch nicht. Besonders oben schien ja noch etwas Strom hier zu sein, obwohl ja die ganzen Leitungen, wir gemessen haben, die waren tot. Also Strom war ja nur auf diesem Stromkasten. Der Stromkasten ist noch am Netz. Oder zumindest ist ein Gerät da drin. Ja. Ich meine, der Stromkasten, normalerweise würdest du ja am Zähler sehen, wenn viel Strom abgenommen werden würde. Genau, wir gehen jetzt nochmal raus, schauen, ob wir draußen nochmal mit dem Paralyte irgendwie finden können, wo der Puls herkommt. Okay, wie gesagt, wir sehen uns in der Auswertung. Ciao. Das war ich. Hm? Gesehen, dass hier noch eine richtige Scheune beziehungsweise aber hier ist auch noch kein das ist hier noch kein Elektrozaun, oder? Oder doch? Ja, das könnte Strom durchschließen vom Bauch her. Aber ob es dann wirklich tut, weiß ich nicht. Was hast du hier? Was? Das Knacken. Knack. Knack. Jetzt mach die Lampen nochmal an. Ich höre es gar nicht, aber das kenne ich vom Strom. Ich dachte erst so. Knack. Knack. Meint ihr, das ist irgendein Knack oder sowas? Das sitzt da oben drin. Egal was es ist. Das und dieses Knacken, hundertprozentig, ich bin wieder beim Weidezaun. Das gibt den Impuls. Du hast jetzt immer dieses Überspringen vom Strom. Klack, klack. Überleg mal, wie krass das ist. Wie das strahlt. Wollen wir mal gucken, ob wir das sehen? Mhm. Ich kenne das auch von Stromzeugen. Hier wird es weniger. Aber hörst du das Knacken jetzt? Ja, ja. Wie der Funke überspringt? Muss aber dann irgendwie gerichtet sein. Ich finde es nur komisch, dass das Geräusch von da hinten kommt, aber da der Aufschlag viel größer ist da vorne. Das hier ist da, wo es noch schwach ist, dass es hier schon mal stärker wird wieder. Ja, das ist der Generator hier für den Weidezaun, hundertprozentig. Ja, aber warum ist der da hinten im Wald? Warum strahlt er bis in das Haus rein? Auch das. Und dann noch so krass. Das könnte nur sein, dass dann doch irgendwo da drin eine Leitung verläuft, da viele Leitungen verlaufen, die da durchführen. Aber guck mal, die Straße, die macht hier auch noch einen Knick. Wir können ja nur mal gucken, was dahinter ist. Ist das vielleicht so ein kleines Trafo-Holzchen oder sowas? Hier nimmt zu. Hier ist richtig krass. Hier sind ja auch stärker, wir nähern uns. Guck mal, aber bis oben hin, ne? Hier ist auch stärker, wie gesagt. Wahrscheinlich waren wir gerade hinter dem Matschberg waren. Da ist Strom aus. Der fährt da irgendwo rein, ne?
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Ich will das knacken. Hey. Das ist ein Hund. Ja. Wo ist ein Hund? Dann hat uns das angeknurrt. Aber richtig krass. Das ist dann bedrohlich. Also ja. Ich habe gar nichts gehört, aber hier, da, aus dem Baum kommt das Knacken. Ja, das ist ein Ding, ne? Das ist eine Lammleitung. Die ist irgendwie von... Ja. Das ist eine... Guck dir mal diese rostige, alte, gammelige Leitung an und was die hier für einen Alarm macht. Ich finde es ein Hammer. Ja. Ich sehe es noch nicht genau, wo es herkommt. Guck mal, da klemmt das an den Baum. Direkt da. Ja, ich sehe es. Und da führt dann das Kabel hoch. Wo führt das weiter hinter? Im Baum rum? Ich denke fast, ne? Wahrscheinlich wird das von da aus ins Haus gehen. Aber die Leitung... Die Leitung geht da oben weiter. Und da geht sie lang. Die Scheune sieht neu aus. Und? Oder zumindest nicht alt. Weil wie gesagt, schon mal das Gras an. Das ist noch ein bisschen platt. Das gehört doch noch mit dazu. Guck mal, hier sind wir doch vorhin rausgekommen. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist noch eine benutzte Maschinen-Ding. Und hier rechts ist sieht aus wie ein Hundeding. Da ist. Ja, da geht die Leitung rein. Hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung vom Gutshof. Etwaige Geräusche hier in der Gegend bitte ich zu entschuldigen. Ich habe lange nach einem ruhigen Ort gesucht, aber momentan ist einfach überall Baustelle. Ich hoffe aber, dass es hier einigermaßen ruhig ist. Wir haben 300 Meter Wald um uns rundherum. Und damit zum Thema der Nachbesprechung. Ja, wie ihr gesehen habt, war im Gutshof nicht allzu viel los gewesen. Dass der Shadowmaster einmal losging, konnten wir erklären. Das war halt ein ziemlich großes Insekt, was wir da auch fort gesehen haben, das bei Verbesserung des Bildes dann auch zu sehen war. Ja, ansonsten, die Paralights, wie ihr gesehen habt, konnten wir nicht verwenden. Durch die Feuchtigkeit und damit die kleinen Kurzschlüsse durch den Stromgeber für den Zaun, der irgendwie das ganze Gebiet da unter magnetischer Strahlung gesetzt hat und deswegen die Paralights permanent auslösen ließ. Und ansonsten auf den Aufnahmen konnten wir jetzt auch nichts Besonderes hören. Wir meinten zwar selbst einmal ein paar Stimmen gehört zu haben, auch Mr. und Mrs. Lust, die ja schon alleine vor uns da waren, hatten ja damals da Stimmen gehört und sagten, wie so schön, kommt da etwa gleich der Bauer um die Ecke. Aber anscheinend bricht sich der Schein im Gebäude ein bisschen seltsam. Vor allem, wenn man gerade zwischen Keller und OG ist, scheint da, wenn entsprechende Orte angepeilt werden, der Schall sich komisch zu brechen, weil auf den Aufnahmen konnten wir nichts Besonderes hören. Insgesamt geben wir einen Parascore von 1. Man muss ja immer sehr streng bewerten. Wir haben ein Geräusch, dieses Umfallen, sage ich mal, was wir nicht erklären können. Dann das zweite Geräusch, was wir hatten, war ja dieses metallische Klacken. Das metallische Klacken, schwer zu sagen, dahinter war die Tür. Vielleicht hat irgendwie der Wind ungünstig dran gedrückt. Oder es ist doch irgendwas runtergefallen oder ein Tier war draußen, hat irgendwas Metallernes berührt. Das können wir nicht ausschließen, von daher dürfen wir das nicht reinnehmen. Und Parascore von 1 heißt, da ist quasi nichts los. Das ist natürlich aber nur eine Augenblickbetrachtung. Wir waren nur einmal da. Man müsste wie immer mehrfach hingehen, um zu schauen, ob sich denn da etabliert, dass da immer nichts ist. Das ist ja mit jeder Theorie so. Eine These wird ja erst dann zu einer Theorie, wenn sie mehrfach verifiziert oder Falsifizierungsversuche mehrfach fehlgeschlagen sind. So funktioniert das ja in der Wissenschaft. Ja, ansonsten gibt es nichts zu sagen, außer dass es mal spannend war, einen Gutshof zu haben. Ist ja unser erster gewesen. Nicht nur den wir auf Video hatten, sondern wirklich den ersten, den wir auch untersucht haben. Und wie immer hoffe ich, es war trotzdem interessant für euch. Ihr habt mal gesehen, wie die Paralights funktionieren und dass wir auch wirklich versuchen, Ursachen zu finden und erstmal natürlich natürliche oder hier in dem Fall technische Quellen als Auslöser zu identifizieren, was wir hier auch konnten. Und ich sage, macht's nicht gut, bis zum nächsten Mal. Abo dalassen nicht vergessen, liken ist auch geil und gerne natürlich könnt ihr uns unterstützen. Das findet ihr sowohl oben in der Registerkarte als auch unten. Aber auch natürlich das Video zu Mr. Mr. Lost ist dort verlinkt, damit ihr euch das auch anschauen könnt. Ja, und dann sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt?
oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist. Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.